Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video und dieses Mal haben wir Unicorns. Unicorn-Adventskalender mit Figuren drin, mit Schreibwaren, mit ein bisschen Schmuck und so weiter. Da schauen wir jetzt rein, was da alles drin ist. So, die Nummer 1. Jetzt ja. Aha. Huch, krieg's gar nicht raus. Ein cooler Schlüsselanhänger. Ich lege euch den wieder auf meinen berühmten Drehteller. Ich hoffe, der dreht auch. Irgendwie hört der immer zu drehen auf hier. So, dann die 2. Mein Drehteller dreht nicht. Das ist ein großes Fach. Aha, muss ja auch groß sein. Da kommt raus ein Unicorn Bleistift. Na, wenn mein Drehteller nicht dreht, dann tun wir ihn doch gleich ganz weg. Und ich lege euch den so hin. Die Nummer 3. Ja, Mann, die gehen echt schwer auf. Was haben wir? Wir haben 3 Sticker. Ein Regenbogen, Rainbow und Einhornkaka und Einhornpups oder sowas. Ich lege euch den mal dahin. Seht ihr es? 3 Aufkleber. So, dann haben wir die 4. Aha, wieder ein großes Türchen. Was könnte da rauskommen? Auch so lang? Ein Lineal. Die 5. 5 ist was Kleines. Klein, aber fein. Oho. Ein Unicorn Ring. Mir passt er natürlich nicht. So, die 6 ist ein größeres Türchen. Ein Doppeltürchen ist ja auch Nikolaus. Cool. Eine richtig coole Figur. Mit Einhornkotze. Einhornkotze! Ja, die Einhörner, die kotzen Regenbogen. Brechen. Ein Button. Auch süß. Mit Herz. Lass die Figur mal dabei. So, dann die 8. Das ist wieder ein etwas größeres Feld. Ah, ein Haargummi mit einer Unicorn-Rakete. Und dieser Tüll hier, das ist sozusagen der Rauch unten von der Rakete. Ist cool. Die 9, die 9, die 9. Aha, auch nochmal Haare. Eine Haarspange mit Einhorn. Die 10. Da. Mittelgroßes Feld. Aha, nochmal was für die Haare. So ein Gummi. Oder so eine Spirale. Kann man ja auch als Armreif nehmen. Die 11 ist gleich darüber. Ein Spitzer. Cool. Nur das Sachen, die man für die Schule benutzen kann. Die 12. Meine Augen scannen den Kalender. Nochmal Sticker. Ich zeig's euch so schön. Muss ich ein bisschen aufhalten, dass ihr sie seht.
Ne, da unten, ne? Ja, da muss ich hinschauen. Ich verwechsel immer die Seite. Die 13, also halb sind wir schon durch. Die Hälfte haben wir. Ein. Kriege ich nicht raus. Muss man auslassen. Komm jetzt. Jetzt. Ein Flummi. Gummiball. Auch ein Einhorn, das sich übergibt. Noch eine Haarspange, passend zur anderen hier. Die gleiche noch einmal, brauche ich jetzt euch nicht im Detail zeigen. Dann haben wir die 15, was Kleineres. Ah, noch mal was. Oh, ein Kettchen. Ich ziehe es mir jetzt nicht über den Kopf, nicht, dass es noch reißt. So. 16. Ein zweiter Button. Nochmal vergessen. 17. Aha. Das ist jetzt ein Armreif mit Anhänger. Cool, schön. Ich will es ja nicht zugeben, aber ich weiß schon wieder nicht, wo wir waren. 18. Aha, ein 3D-Sticker. So, die 19. Washi-Tape. Ein Unicorn-Washi-Tape. Seht ihr das Motiv? So, wo ist denn die? Wo ist denn die? Wo? Wo? Da kommen doch tatsächlich Ohrstecker raus. Die kleben da drin. Jetzt. Die sind zum Aufkleben. Wenn man keine Ohrlöcher hat, kann man auch woanders hinkleben, ne? Da oder so. Sie sind ganz klein, ich zeig's euch mal. Cool, ne? Die 21, gleich sind wir durch. Ein Radiergummi. Ein Hund, das am Eis schlägt, am Regen. Regenbogeneis. 22. Oh, eine Haarklammer. Zwei haben wir noch. 23. Nochmal Sticker. Schön. Habt ihr das gesehen? Jo. Und 24, ich glaube, ich weiß, was rauskommt. Weil nämlich zwei Figuren versprochen wurden. Einhorn-Gaka! Das war's, meine Lieben. Und hinten drauf gibt es noch was zum Basteln, wenn man sich das ausschneidet und zusammen macht, dann hat man eine Einhornkrone, sozusagen ein Einhorn. Bam. Cool, kann man also hinten die Rückseite auch noch nutzen. Schöner Adventskalender für Unicorn-Fans, gibt es ja genug da draußen, das weiß ich. Also das sind die zwei Figuren, die sind echt hübsch, kann man schön ins Regal stellen oder spielen damit. Ich stelle sie euch noch mal schnell groß hier hin. Ich zeige euch dann zum Schluss, ganz zum Abschluss noch einmal komplett, was drin war und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es folgen noch
ganz viele Adventskalender. Da neben mir habe ich zwei solche Stapel noch stehen. Und jetzt, wie versprochen, noch einmal ganz kurz die Übersicht, was alles rauskam. Ganz coole und brauchbare Sachen dabei, auch für die Schule. Und die zwei coolen Figuren hier, die gefallen mir am besten. Also tschüss, meine Lieben.